Audi 80, 90, Coupé, A4 oder A6, ganz egal welches Modell, Hauptsache mit dem begehrten Allradantrieb, dem Quattro. Ganze 600 Audis waren dem Ruf des Fördervereins Motorsport Finsterau am Samstag gefolgt. Dieser hatte zum 12. Quattro-Treffen geladen. Das Besondere da, glaube ich, an den Quattro-Treffen, dass die jungen Leute einfach einmal da fahren können, wie es mengen und Frauen sich an die Verkehrsregeln halten. Und wir bieten heute halt ja die Möglichkeit, dass da mal einen Tag richtig pflanzen können. Man kann sagen, wirklich positiv verrückte Leute, die was halt also das Quattro fahren erleben und die was halt einfach Institution ist für denen, dass sie die da treffen bei uns, dass sie einen super Tag verbringen. Einfach auch sowas anschauen, wie die da driften drin. Dem Quattro frönen, besonders wenn er von den legendären Audi 5-Zylinder-Motoren angetrieben wird, das stand am Samstag ganz oben auf dem Programm. Der Klang, der Allradantrieb und sonst gibt es eigentlich nichts Besseres. Nicht alles andere kannst du sowieso vergessen. Fahren wir schon seit 3 Jahren rein und uns gefällt es aber recht gut. Ist aber ein rechter Gaudi. Und es gibt einfach nichts Geiles, nicht im Parcours einfahren und einfach Gas geben, was die Kissen hergibt. Wir möchten auch mal sagen, was wir können. Wir haben da gerade Männer drin. Schauen wir mal. Wenn dann einen ganzen Tag, weil es Sonne ist, langweilig. 2011 war der Driftparcours eine einzige Schlammgrube, ganz im Gegensatz zu diesem Jahr. Also mit Sicherheit, mit Abstand, also das beste Wetter für sowas vom Schnee her. Wir haben noch nie so viel Schnee gehabt und natürlich von den Temperaturen her absoluter Traum, wenn es ein bisschen frisch ist, aber da kann man sich aufwärmen. Neben Freistilfahren und Driften im Hexenkessel konnten sich die Piloten in einigen Contests messen. So beim ADAC Geschicklichkeitsslalom, den Helmut und Albert Wilmerdinger im Audi 90 gewannen. Dicht gefolgt wurden sie von Lokalmatador Daniel Prager im Fun Quattro. Statt dem Quattro Pulling gab es diesmal Sprintrennen, Wagen gegen Wagen. Hier hatte Andi Wess im Audi 90 die Nase vorn, Zweiter wurde Daniel Prager. Aus ganz Bayern und Österreich waren über 2500 Gäste gekommen. Die weiteste Anreise zum Quattro-Treffen hatte eine Dreiergruppe aus St. Martin in Österreich auf sich genommen. Sie waren ganze 350 Kilometer gefahren. Außer ein paar kleineren Blechschäden gab es keine größeren Zwischenfälle. Die guten alten Audi 5-Zylinder schlugen sich wie gewohnt durchweg sehr gut, trotz der enormen Belastungen, und zeigten allen Beteiligten, was es heißt, Vorsprung durch Technik zu erfahren. My girlfriend.